Alles klar, es geht weiter. Endlich, es geht weiter. Oh, ich habe richtig Bock drauf. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Ich freue mich. Und ich bin mal gespannt. Also, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, stand ja genau das Alien in der Nähe und hat uns ja beim... Hä? Hier waren wir aber das letzte Mal nicht. Ach, wir waren da unten, ne? Okay. Finden Sie ein Medikit? Kann ich die Steuerung noch? Ich denke schon. Okay, das Medikit ist da drüben. Ah, da hat uns das letzte Mal das Alien erwischt, kurz bevor wir aufgehört haben. Okay. Es müsste aber zu schaffen sein. So, nochmal gucken. Steuerung. Oh, wow, habe ich nur den Elektroschocker? Nee, den Revolver habe ich auch noch. Oh, da habe ich nur noch 2 Schuss. Oh, ich glaube, das war's schon. Ich glaube, das war's schon. Scheiße. Das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. Hast heute 5 Stunden für ein 20-Minuten-Video gebraucht? Ja, bei mir hat es auch viel länger gedauert heute als sonst. Normalerweise habe ich auch eine Folge so in 20, 30 Minuten hochgeladen. So, keine Ahnung. Also so 20 Minuten, halbe Stunde Folge, aber, ich glaube, das ist direkt. Wo ist denn das? Also das Ding piept die ganze Zeit. Das heißt, es muss direkt vor uns sein. Oder hinter uns in diesem Raum, wo der Doktor war. Ja, jedenfalls hat es bei mir dann ewig gedauert. Ich habe bestimmt mehr als doppelt so lange gebraucht für eine Folge zum Hochladen. Und zwischendrin hat es dann. Oh. Dieses Bearbeiten hat so lange gedauert. Also dieses Videoverarbeiten von YouTube aus. Keine Ahnung, was halt los ist. Gott, ich höre es noch immer. Ich höre es noch immer. Es scheint aber weg zu sein, oder? Ich glaube, das war zu spät. Ich glaube, das war zu spät. Das hat uns schon gesehen. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. Nein, nein, nein. Das soll endlich gehen. Ich gehe dann da gegenüber. Seht ihr das? Da ist doch diese. Der will doch nur spielen. Ja, genau. Ich will da drüben in diesen kleinen Schacht da rein. Ich hör mal ganz kurz. Das kommt doch schon wieder, das gibt's nicht. Ich will nicht schon wieder so viele Schrankfolgen haben. Boah, hört ihr das, wie das stampft? Das ist voll schwer, das Ding, glaube ich. Das ist bestimmt 5 Tonnen. Okay. E, und dann gehen wir hier rein. Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich hätte keine Taschenlampe mehr. Ja, da vorne geht's, glaube ich, nicht weiter, ne? Doch, da geht's da hoch. Ich lasse die Taschenlampe mal lieber aus. Weil wenn es da vorbeiläuft, dann öffnet sich das und dann könnte es vielleicht das Licht sehen.
Ist irgendwo ein Schrank zum Versteckeln? Ich glaube, es ist sicher. Mal auf die Karte gucken, wo wir jetzt sind. Na super, wir machen hier gerade einen riesen Umweg. Aber macht nichts, wir gucken jetzt. Da war das Alien jetzt die ganze Zeit. Und es latscht hier immer hin und her hier. Vielleicht gäbe es ja hier irgendwo einen Schacht, der darüber geht. Auf jeden Fall, da müssen wir hier lang und da irgendwie durch. Oh Gott, Leute, das gibt was, das gibt was. Kommt es jetzt hierher? Sag mir nicht, das kriegt jetzt durch den Schacht. Nee, es ist weg. Okay. Gott, bin ich jetzt erschrocken. Okay, wir machen es wieder so. Die Taktik von einem Schrank zum anderen. Da ist gerade die Tür aufgegangen. War das von mir? Oh Mann, das blöde Ding kriege ich da, glaube ich, jetzt auch durch. Ey, Servus, Darnetoth. Ich weiß nicht, ob das da reinpasst. Also vom Klang her würde ich mal sagen, es ist recht fett. Oder recht schwer. So, wir machen das jetzt von Schrank zu Schrank. Auf die Karte gucken. Okay, wir müssen dann gleich links. Vielleicht schaffen wir es. Okay. Okay, ich höre es von links. Ich glaube, das kommt gleich her. Ja. Das ist irgendwo links von uns. Okay, wenn es weg ist, dann rennen wir nach rechts. So machen wir das. Das ist jetzt hier. Boah! Das reicht jetzt. Hi, Ruffy! Hi! Willkommen an Bord! Oh mein Gott! Okay! So. Das ist noch immer in der Nähe. Was macht denn das? Wo ist denn das Alien? Das ist direkt über uns. So hört sich zumindest an. Wollen wir es wagen? Wollen wir es wagen? Ja, wir wagen es jetzt. Los. Okay. Scheiße, wo müssen wir lang? Oh Gott, wo müssen wir nur lang? Müssen wir hierher? Oh Gott. Ganz kurz auf die Map gucken. Scheiße, wir sind falsch gelaufen. Okay, wir müssen da irgendwo hin. Na? Ups. Nein, das wollte ich nicht. Müssen wir hier rein? Da rein? Oh, ich glaube, ich kann es hören. Ups. Ah! Aufzug! Ich kann den Aufzug nicht zumachen. Warum? Ich kann den Aufzug nicht bedienen. Warum? Jetzt. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn es uns hier aus dem Aufzug rausgepflückt hätte. Und nee, kommen wir jetzt wieder zu den Androiden? Hä? Oh. Eine Sekunde, das Programm ist gleich wieder da. Bei mir ist es kurz abgestürzt. Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Du hast durch die Deckenschächte... Ja, ich hoffe es zumindest, dass es nur durch die Deckenschächte kann.
Nee, sag mir nicht, das ist jetzt komplett abgeschmiert. Okay, wir dürfen das gleiche nochmal machen. Ich weiß nicht, was heute los ist. Heute ist alles irgendwie wie verhext. Verdammt. Oh Gott, das nervt mich. Das nervt mich. Irgendwas stimmt da nicht. Ich muss echt. Ich glaube, das sind ein paar Programme, die sich dauernd einmischen und sagen: Hey, ich weiß was. Hey, ich kann das besser. Ach. Okay. Gut. Das gleiche nochmal. Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir hin müssen. Wir müssen wahrscheinlich, oder ich glaube zumindest, dass wir in den beknackten Aufzug müssen. Und dann fahren wir, glaube ich, wieder zu den Androiden. So. So. Schnell weiter. Wo ist das? Das läuft da drüben rum. Ich glaube, das kommt aber nicht hierher. Obwohl, das weiß man ja bei Alien nie so richtig. Das ist hier. Achso, das war, glaube ich, die Tür, durch die ich durch bin. Okay. Meint ihr, das kommt hierher? Einfach nur mal zur Sicherheit. Ich glaube, das kommt nicht hierher. Das ist nur unten an der Tür vorbeigelaufen. Scheiße, ich glaube, das war zu spät. Nein, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ja, tatsächlich, die finden echt immer einen Weg. Das ist vorhin nicht hier hochgegangen. Ich weiß nicht warum, aber da hat es nicht hier nachgeguckt. Okay. Wir machen das wie eben. Wir rasen hier jetzt ganz schnell durch und geht da mal kurz in den Schrank. So. Und dann nur noch mal zum Sichergehen hier raus und da geradeaus. Ich denke, das ist der Aufzug, ne? Ups. Das müsste der Aufzug sein. Okay. Da raus, einfach nur geradeaus. Okay. Ey, Spätzle, das klappt wieder alles. Ja, ich springe jetzt von Schrank zu Schrank. Okay. Okay, gut. Und rennen. Oder nicht rennen unbedingt. Ah, ah.
Gut, 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 gut. Oh Mann. Wartet mal, es hat geklopft. Eine Sekunde. Scheinbar hat meine Katze geklopft. Okay, alles klar. Okay. Ja, so. Wo ist es? Wo müssen wir hin? Irgendwo hier müssen wir das finden, das Medikit. Waren wir hier nicht schon mal, um das zu suchen? Inventar voll, Inventar ist alles voll. Bauen wir uns dann vielleicht noch mal was. Ich bin gerade ein bisschen zu angespannt. Ich fahre einfach ganz schnell wieder mit dem Aufzug weg. Oh fuck, war das knapp! Und ich bin noch nicht gestorben. Ich bin noch nicht gestorben. So, hier fahren wir jetzt gleich nochmal runter. So, das machen wir jetzt. Wir fahren einfach immer nur noch rauf und runter. Scheiße. Oh. Okay. Okay. Volle Konzentration. Ich muss hier irgendwie ein Versteck finden, falls das Alien kommt. Finden Sie ein Medikit? Irgendwo hier ist eins. So, ganz kurz mal gucken, ob wir hier irgendwas zu verstecken haben. Oh komm, ich will jetzt nicht hier die ganze Folge über mitten. Ich will hier jetzt nicht die ganze Zeit nur mitten Aufzug rauf und runterfahren. Ich glaub's nicht. Was, eine Petition gegen das Betreten von Schränken? Was soll ich denn sonst machen? Ja, schön. Schranksimulator 2.0, die Fahrstuhl-Edition. Oh Gott. Okay. Ich weiß halt noch nicht, wo ich mich dort verstecken kann. Das ist mein Problem. Okay, 50 mal rauf und runter fahren müsste ja reichen, ne? Ich kann mich in der Ecke verstecken. Das heißt, wenn ich mich hier in der Ecke verstecke, dürfte es mich nicht bekommen. Da ist was zum Versteckeln. Alles klar. Kommt was? Kommt was? Kommt was? Kommt was? Was ist denn das? Ist das ein Stockwerk über uns? Das wäre jetzt mal voll peinlich. Dann fahre ich die ganze Zeit rauf und runter. Und dabei ist es hier gar nicht auf der Etage. Das wäre es ja jetzt. Du würdest zuerst dort gucken? Okay, gut. Wir gucken uns jetzt erstmal um. Wenn wir sterben, ist wurscht. Wir haben ja da an der Ecke direkt gespeichert. Tür ist verschlossen. Oh, die könnte ich gebrauchen. Das könnte ich auch gebrauchen. Okay. Da ist ja so ein Schacht, da könnte ich zur Not auch rein. Fuck! Okay, ich werde nur noch nach oben gucken. Ich werde nur noch nach oben gucken. Scheiße.
shit. Okay, also es kommt, alles Gute kommt von oben. Ja, was machen wir dann, wenn das von oben kommt? Ich meine, was soll ich denn da machen? Dann steht es direkt vor mir. Hallo, ich wollte da rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Bitte. Ach komm, das macht es doch mit Absicht. Was? Darauf hast du gewartet? Das ist echt gemein. So, hüpft es jetzt nur dort raus, wenn wir direkt drunter stehen? Oder hüpft es auch so raus? War das gemein? Es kommt in unsere Richtung. Das heißt, es ist über uns. Mann, das soll mal woanders hingehen. Ich bin mir sicher, da gibt es auch noch andere Menschen, die es vernaschen kann hier. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Hier waren wir doch auch schon. Da waren wir schon. Nein, ich will mich nicht auf den Terminal zugreifen. Genau, ich will mich verstecken. Hallo? Okay. Ich bin noch ein bisschen doof. Okay. Können wir denn hier ein Medikit finden? Ach Mann, ich will mich nicht dauernd in Schränken verstecken. Wieso kann das Alien nicht dumm sein, so wie ein Outlast? Ich meine, die waren zwar echt brutal, aber die waren nicht so ganz helle. Na, komm her. Das hat auch nichts Besseres zu tun, als hier den ganzen Tag Schachtgymnastik zu machen. Ich kann mir gar nicht richtig umgucken. Was war das? Ja, genau. Und jetzt kommst du wieder hierher. Mann! Ich weiß es nicht, ich bin mir unsicher, kommt es jetzt hier rein oder nicht? Nee, das rast hier nur rum und uns. Oh. Oh, ich glaube, das kommt auch hierher. Oder rennt es hier nur rum, um uns hier kirre zu machen? Komm rein oder verschwinde. Okay. Okay. Ja, sehr schön, doof und so. Das gibt es jetzt auch mit Panik, ne? Hast du bestimmt gesehen. Eine Kreuzel gemacht. Ich brauche ein Medikit und ich komme nirgendwo rein. Dort drüben würde ich. Oh, ich würde gerne dort drüben suchen, aber ich. Ja, genau, der echte Panikmodus. Strom wiederherstellen. Ja, wo kann ich denn den Strom wiederherstellen? Hier gibt's doch gar nichts. Nein, es hat mich schon. Oh nein. Warum ist es so schnell? Wenn sie zu viel Lärm machen, machen sie das Alien auf sich aufmerksam. Wahrscheinlich, weil ich gerannt bin, ha? Huh? Oh, verdammt. Ja, Schrankparty. Jetzt weiß das Alien natürlich, dass ich mich bevorzugt. Finden Sie ein Medikit?
Die Frage ist halt, wo, ne? So, ich muss mal ganz kurz hier auf die Karte gucken. Wo könnte hier ein Medikit sein? Wenn wir hier durchgehen, da ist dann nur die Umweltkontrolle. Kriege ich damit den Strom wieder an und dann da rein und da rein? Weil das letzte Mal hat es ja nicht funktioniert. Okay, wir probieren das jetzt, würde ich sagen. Geh zu, Tür. Geh zu. Da noch das letzte Mal nur Daten drauf, oder? Umweltkontrolle. Kommt es hierher? Nee. Das macht mich ganz kirre! Die Umweltkontrolle. Ich dachte, wir hätten uns das letzte Mal schon alles angesehen. Oder war das vielleicht das letzte Mal gar nicht an? Okay, okay, okay. Ihre Bedenken. Freigeben. Ich kann hier nichts freigeben. Hallo? Was hat gefehlt? Was hat gefehlt? Ja, ich komme noch nicht mehr weg. Das hängt. Ich kann da nicht mehr zugreifen. Was hat da gefehlt? Irgendwas mit... Hast du jetzt einen Schrank-Counter? Wie oft ich in den Schrank gehe? Gibt's ja nicht. Ich wähle das doch aus. Oh, ich glaube, das war's schon. Und tschüss. Kommt das jetzt hier rein? Bitte nicht. Genau, den hatten wir schon das letzte Mal. Aber ich weiß einfach nicht, was ich... Nein, ich will nicht wieder im Schrank sterben. Jetzt kann ich das aktivieren. Es ist gesperrt. Das konnte ich das letzte Mal noch nicht machen. Okay, wo finde ich noch so ein Kühlmittelding? Okay, gut. Der Raum hier scheint wieder zu laufen. Minka, bitte woanders hin. Vielen Dank. Mal ganz kurz im Schrank verstecken. Ich glaube, dass da draußen irgendwo was lag. Hier im Gang. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir das auch gleich finden. Okay, wir... Das da ist offen jetzt. Okay. YOLO-mäßig müssen wir jetzt da raus. Dann würde ich sagen, wir rennen wieder da zum Schrank hin und verstecken uns da erstmal ganz, ganz kurz, bevor das Alien wieder durch die Decke kracht. Und ich wette, das ist in einem von dem... Ich wette, es ist hier drin. Es ist 100 pro hier drin. Das ist immer da, wo man zuletzt guckt. Katze. Hören Sie mal auf. Sie haben jetzt Ihren eigenen Drehstuhl, also wenn ich bitten darf. Entschuldigt, das war die Mietz. Ich hab wirklich nicht gehauen. Das war gerade die Mietz. Okay.
Scheiße, wie konnte ich mich noch mal klein machen? War das hier irgendwo? Ah, auf C, auf C. Ach ja, C für Crouchen, jedes Mal aufs Neue. Okay. Ist hier irgendwo was? Finde ich hier irgendwas? Da ist das andere Kühlmittel. Eingesammelt. Mietz, hast du gehört, du bist schuld, dass der Computer nicht geht. Er geht jetzt zum Glück. Okay. Da müsste da drin jetzt das Medikit sein. Böse Mietz. Nee, die ist ja eigentlich ganz lieb. Nur ab und zu, da laufen sie dann mal direkt über die Maus oder über die Tastatur, aber ist verhältnismäßig selten. So, wo ist denn jetzt unser dummes Alien hier? Scheint direkt über uns zu sein. Kann es vielleicht mal weg? Ja, genau, das Alien hat Lamia gefressen, die Mietz ist schuld. Okay, so. Schluss mit lustig. Wir crouchen hier jetzt ums Überleben. Und ich würde sagen, wir speichern erstmal, falls uns jetzt das Alien auf dem Rückweg nämlich bekommt. Dann wäre das ziemlich kacke, dann müssen wir alles nochmal machen. Oh! Scheiße, das Alien kommt, glaube ich.